Ey Leute, was geht? Ketta begrüßt euch zu einer weiteren Folge von Mein Vlog. Heute geht es mal um Leute, die nicht zurückschreiben. Besonders in dem Fall, dass man selber was geschrieben hat, sie es gelesen haben und sie denn doch nicht zurückschreiben. Ich finde das in den meisten Fällen mehr als unangebracht, weil sagen wir mal, aus einem Gespräch verzieht man sich auch nicht so schnell. Chatten ist natürlich eine bequeme Möglichkeit, sich irgendwie rauszureden und nicht direkt antworten zu müssen. Deswegen ist Chatten auch so unglaublich beliebt geworden, so erkläre ich mir das. Natürlich gibt es auch Sonderfälle. Das will ich gar nicht sagen, dass es immer schlimm ist, wenn man nicht zurückschreibt. Es gibt auch Sonderfälle, in denen man, sagen wir mal, ganz vorsichtig Probleme hat und dann wird deswegen nicht so schnell zurückgeschrieben, weil man sich erst überlegen muss, was man schreibt. Das ist dann natürlich in Ordnung. Na, das ist eine ganz andere Situation. Aber so alltäglich mit Freunden, was man halt so schreibt und da muss man ewig auf eine Antwort warten oder bekommt gar keine. Das hat mich immer schon angekotzt und ich muss ehrlich sein. Ich hab's vielleicht ein oder zweimal auch schon gemacht mittlerweile in meinem Leben, dass ich jemanden nicht geantwortet habe, wenn er mich angeschrieben hat, beziehungsweise eine Frage gestellt oder man gerade geschrieben hat, dass ich dann einfach nichts mehr geschrieben habe, bis irgendwann dann. Das habe ich tatsächlich zweimal gemacht und ich schäme mich bis heute dafür, dass ich das durchgezogen habe, aber manchmal muss das leider sein. Es ist wirklich mies und es tut mir auch immer noch leid. Aber. Und vor allen Dingen das, was ich damals gemacht habe, das war richtig schlimm, aber da will ich jetzt nicht mehr unbedingt drüber reden. Falls ihr das kennt, dann würde ich mal gerne eure Meinung dazu hören, wenn Leute euch nicht antworten, sagen wir mal, wenn man chattet. An sich muss ich auch echt noch sagen, die Gelesen-Funktion, also diese zwei blauen Häkchen zum Beispiel oder andere Sachen, bei Facebook gibt es ja auch so eine ähnliche Funktion, also auch so eine Gelesen-Funktion. Es ist wirklich ein Freundschafts- und Beziehungskiller teilweise, weil wenn man einfach weiß, die Leute haben es gelesen und dann antworten sie einem nicht, antworten einem nicht, antworten einem nicht und irgendwie 5 Stunden später kommt dann eine Antwort, dann könnte man sich so aufregen. Das ist natürlich schon schwer in Verruf gekommen, das mit diesen Häkchen. Viele Leute wollen, dass die abgeschafft werden. Ich gehöre mittlerweile auch dazu. Finde ich nicht mehr gut, dass es sowas gibt, weil wenn es schon so eine, ich sag mal fast, das ist ja gerade das gefährliche Anschreiben. Wenn es schon fast so eine tote Art zu kommunizieren ist, dann, ja, weiß ich nicht, dann ist es gerade da noch wichtig, wenigstens so ein bisschen diese Würze, die einem dann so eine Streitigkeit verschaffen könnte, dass man die dann noch irgendwie rausziehen nimmt, so diese scharfe Würze. Die muss man auf jeden Fall noch killen irgendwie. Und wie gesagt, ich bin dafür, dass diese Häkchen entfernt werden, dass es die nicht mehr gibt in Zukunft, dass man einfach nur schreibt und schreibt und schreibt und fertig. Ne, dass man nicht weiß, dass der andere es gelesen hat oder eben nicht. Oder dass er nicht antwortet. Ihr wisst, was ich meine. Das würde ich unglaublich bevorzugen. Wie gesagt, auch dazu eure Meinung bitte ab in die Kommentare. Ich komme gleich noch zu euren, die ihr in der letzten Folge dagelassen habt und allgemein. Aber ja, jetzt wollte ich halt nochmal beim Thema bleiben, nämlich. Normales Telefonieren, sagen wir mal über Skype oder über Telefon, Handy, ist schon eine ganz andere Art der Kommunikation. Man kann in der Stimme raushören, wie eine Person darauf reagiert und wie sie es meint. Zum Beispiel das Problem ist, es ist mir aufgefallen, nicht nur bei einer Person, bei vielen in letzter Zeit, wenn man etwas schreibt bei WhatsApp, selbst wenn man Emoticons benutzt, ohne Ende, um seine Emotionen dahinter zu verdeutlichen, das zu unterstreichen. Selbst wenn man das benutzt, kann es total nach hinten losgehen, weil man einfach, und das ist ein großes Problem, weil man einfach keine richtigen Emotionen vermitteln kann, wenn man sich nur in Textform unterhält. Deswegen bin ich im Grunde auch eigentlich immer ein großer Gegner davon gewesen. Es ist aber total leicht, zum Beispiel auf dem Computer zu schreiben, natürlich mit Tastatur. Es geht 100-mal schneller als mit dem Handy, deswegen fände ich WhatsApp für den Computer, wenn man es denn noch weiter so führt, verdammt wichtig, dass man da endlich mal einsteigen kann. WhatsApp auf dem PC, dann eben übers Handy gehostet oder über einen Hotspot oder sowas. Und dann kann man dann halt über den PC aufs Handy zugreifen und WhatsApp benutzen, damit man einfach schneller schreiben kann. Das wäre viel einfacher. Aber das macht ja keiner. Und dann kommen natürlich noch Videochat und andere Sachen dazu, die ähnlich sind. Was heißt ähnlich? Es gibt ja eigentlich nur Videochat, aber es gibt halt noch verschiedene Formen, Chatroulette und sowas, also was ihr wahrscheinlich alle kennt. So, und da wollte ich euch dann einfach mal sagen, Videochat ist eine verdammt geile und wichtige Sache. Es ist eine tolle, 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 tolle Erfindung. Finde ich jetzt persönlich. Einfach nur genial. Wer sich das ausgedacht hat, der gehört auf jeden Fall gelobt. Allerdings ist mir aufgefallen, enorm viele Leute
haben keine Lust darauf, Videochat zu machen, beziehungsweise die wollen zwar von einem, dass man sich zeigt, also man selber jetzt, aber wollen da nichts zurückgeben. Das ist, wie gesagt, jetzt eine allgemeine Sache. Ich kenne das von so vielen Leuten mittlerweile. Das ist echt schon. Ich frage mich, warum. Gut, ich muss auch sagen, ich fühle mich teilweise vor der Kamera echt unwohl und gerade beim Videochat ist es eben auch richtig schwer für mich. Aber wenn ich Leute extrem mag oder sogar noch mehr, dann mache ich das aus Liebe natürlich gerne. Aus Freundschaft, Liebe, whatever. Das mache ich total gerne. Nur das ist halt einfach dieses Problem, dass so viele Leute sich das nicht zutrauen oder sich dann irgendwie für, na, weiß nicht, ich sehe nicht so gut aus oder für sowas halten. Und ich verstehe es einfach bis heute nicht. Es ist schwierig. Deswegen, das ist auch, sagen wir mal, so eine direkte Art der Kommunikation. Man sieht komplett die Emotionen, wie eine Person darauf reagiert, wie sie es meint, wenn sie irgendwas sagt. Was ich enorm wichtig finde für eine vernünftige Konversation. So kann man auch viel mehr Leuten vertrauen, ist mir aufgefallen. Ich habe zu vielen Leuten Vertrauen aufgebaut, indem ich mit denen Videochat betrieben habe oder gequatscht habe, so halt zumindest einseitig. Also nicht das Vertrauen einseitig, das war natürlich immer beidseitig. Also in den allermeisten Fällen. Ansonsten, es dauert dann halt ein bisschen, bis man zu Freunden Vertrauen aufbaut. Aber es ist mir einfach aufgefallen, dass es eine tolle Art der Konversation ist, wenn man sich über Videochat unterhält. Und es fällt mir auch viel leichter, Leuten irgendwas zu erzählen dabei, wenn ich die zum Beispiel auch dabei sehen kann. Das Problem ist halt einfach beim Schreiben, da kann man nicht so richtig, ich weiß nicht, immer wenn ich einer Person richtig was anvertraut habe zum Beispiel, dann habe ich es nicht in Textform gemacht, wirklich nicht. Ich habe entweder mit der Person geredet oder sogar gevideot. Video gechattet, Video gechattet, keine Ahnung. Das ist bescheuert. Hier steht übrigens noch was, das muss ich gleich essen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, ist natürlich eine schwierige Sache. Das hinzukriegen für viele, Videochat, ist nicht jedermanns Ding. Aber ich finde es enorm wichtig, dass man das hin und wieder mal macht, gerade mit guten Freunden oder Leuten, die einem wichtig sind. Und es macht irgendwo auch Spaß. Es ist was Abenteuerliches, etwas Aufregendes, etwas Wunderschönes. Und daran müssen wir mehr festhalten. Ja, auf jeden Fall nochmal zurück zu den Leuten, die einem nicht zurückschreiben. Es gibt halt, wie gesagt, die verschiedensten Gründe. Es gibt auch gute Gründe, warum Leute einem nicht direkt zurückschreiben. Nur das Traurige ist einfach, dass dann oft die Leute nicht schreiben, irgendwie, ja, ich muss los oder so, sondern dass die einfach gehen und irgendwann dann abends zurückschreiben. Das ist tatsächlich, das ist mir seit 2012, seit ich so richtig in diese Schiene eingestiegen bin, mit Leuten zu schreiben und sowas, ist mir das immer schon aufgefallen. Und es hat mich auch immer schon angekotzt. Ich habe immer gesagt, wenn irgendwas war, wenn ich weg musste. Und oft habe ich es dann einfach nicht zurückbekommen. So, da wir jetzt mittlerweile auch wieder bei 8 Minuten angekommen sind, muss ich euch erstmal was zeigen. Nein, Leute, es ist nicht die Limo. Nein. Es ist nicht mal die Limo. Nein. Es ist das hier. Habe ich mir heute im Getränkemarkt geholt. Joy Blue. Was steht drauf? Activate yourself. Okay, dieses Pfeifen, dieses, was heißt Pfeifen? Dieses Zischen, das müsst ihr euch mal gönnen. Das mache ich jetzt extra mal. Wow, wie episch. Keine Kohlensäure drin oder was? Na doch, ein bisschen. Jetzt fängt's an. Oh Gott, das riecht geil. Oh mein Gott. Dieser Geruch, Alter. Ist übrigens kein Product Placement. Ich habe mir das mal spontan geholt, weil ich Bock drauf hatte. Junge! Das riecht wie eine Mischung aus Eistee und. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beschreiben. Es riecht so unglaublich geil, ich könnte mich reinlegen. Prost! Der Geschmack ist aber nicht so. Ich weiß nicht, was das ist. Es schmeckt wie eine Mischung aus Eistee und Trauben, genau. So diesen lilanen Trauben. Es gibt ja so andere Weintrauben, die sind lila. Also haben so einen rötlichen Ton. Ich weiß nicht genau welchen. Aber ungefähr so schmeckt es wie eine Mischung aus Eistee und den. Ich weiß nicht genau, was da drin ist. Den Geschmack fand ich jetzt nicht so geil, aber für den Geruch könnte ich auf jeden Fall sterben. So, da wir jetzt durch sind mit dem Thema, bitte, 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 bitte. Großes Herz. Ich weiß, das Ding sieht aus wie eine Kartoffel.
Hat noch ein paar Papierkügelchen mitgenommen, die lagen bei mir auf dem Boden rum. Bitte dazu auch ein bisschen Stellung in den Kommentaren beziehen. Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal eure Meinung zu Videochat, Quatschen, Chatten, nicht antworten oder so, wenn ihr das einfach mal in den Kommentaren da lasst. Übrigens gibt es auch Leute, die einem sehr lange bei Skype nicht antworten. Teilweise schweigt man sich eine halbe Stunde an. Und ich bin echt froh, dass ich so lange durchreden kann teilweise, dass ich die Leute dann mehr oder weniger unterhalte, beziehungsweise dass ich dann immer wieder was finde, worüber man reden kann, weil sonst würden einige Freundschaften wirklich zusammenklappen und ich bin trotzdem froh, dass ich einige Freundschaften habe, die ich mir aufrechterhalten kann. Wie gesagt, ich habe mich schon, mit wie vielen Leuten habe ich mich schon getroffen, die ich über YouTube kennengelernt habe? Wer waren das? Fabian? Genau. Nico? Und ich bin sogar bis in die Schweiz gefahren, um, naja, ihr wisst schon, wen zu treffen. Also gefahren, 700 Kilometer, dass ich nicht lache, das sind 7 Stunden mit dem Auto, geflogen. Natürlich nicht mit Flügeln, sondern mit Flugzeug, ne, mit Germanwings, beste Maschine. Ist übrigens nicht abgestürzt, ich habe aber trotzdem überlebt. das Dumme war einfach, dass es 2 Wochen nach dem Absturz war, soweit ich das noch zurückverfolgen kann, dass ich dann fliegen musste mit einer Germanwings-Maschine. Hat mich dann mega gefreut. Ich hatte natürlich wirklich, das meine ich jetzt auch gar nicht lustig, ich hatte wirklich Schiss davor. Und ich habe sogar noch ein paar Vlogs gedreht vorher. Habt ihr ja bestimmt gesehen. So ein paar Ausschnitte, damit, falls man das iPhone dann später findet, dass man wenigstens noch ein bisschen was von mir sieht. So, dass die Leute mich gut in Erinnerung haben. Gut. Leute, ich habe mich jetzt nicht darüber lustig gemacht. Das war echt keine Absicht. Ich möchte einfach mal gerne von euch wissen, das ist mir unglaublich wichtig, was ihr so davon haltet, von diesem ganzen mit dem Nicht-Zurückschreiben und halt so dieses allgemeine Chat-Gefühl, was man oft bei Leuten hat. Man hat ja die verschiedensten Arten mit Leuten zu chatten, während man bei, sagen wir mal, Reden an sich nicht unbedingt so viele verschiedene Möglichkeiten hat. Da ist es eigentlich irgendwie immer gleich, aber bei Chatten ist es halt anders, wann jemand antwortet, wie lange er euch warten lässt grundsätzlich. Das ist halt eine komplett andere Kiste als normal reden. Boah, ich muss morgen übrigens zu einem Probetag in der anderen Maßnahme, die ich jetzt antreten werde bald, eventuell. Mal schauen, wie es ist. Und ich bin 8,5 Stunden da, also bitte, 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 drückt mir die Daumen, dass das morgen klappt. Ich habe richtig Schiss davor. Vor allen Dingen, weil es da auch schwierig werden könnte. Ich sag jetzt aber nicht, warum. So, okay, Kommentare nach 12 Minuten. Wir müssen ja auch mal wieder über irgendwelche Themen reden. So, Nightmare House Part 1 wird kommentiert von Shaman Queen. Ah, Headcrab, panisch rumrennen und alles kaputt kloppt. Immer diese Zerstörer. Mein Vlog 66 wird kommentiert von Madura-chan. Cooles Thema. Meine Güte, das Video nicht mal angeschaut und gleich gedisliked. Warum? Er hat sich doch nicht gegen eine bestimmte Menschengruppe oder einen Typ gestellt. Erstmal das Video anschauen und dann die Meinung bilden. Darum geht es in dem Vlog. Weiter so, Ketter. Danke, Madura, ich zeig dir mal das Herzchen. Es ist zwar kein Herzchen mehr, sondern ein anderes Kissen, weil irgendwie, ich fand's lustig, einfach mal das Herz durch ein anderes Kissen austauschen. Also das hier ist ein Herz, auch wenn es nicht so aussieht, das Ding sieht eher aus wie eine verkrüppelte Kartoffel, aber ist egal. Dann schreibt sie noch, der Eisbär ist so süß, ich kenne das zu Genüge mit dem Rassismus, will hier aber nicht näher darauf eingehen. Du weißt ja schon, was ich damit meine, ja weiß ich. Keine Sorge, ich gehe auch nicht näher drauf ein, werde ich nicht machen, aber ich kann mal den Eisbär holen, der ist da hinten. Ich weiß gar nicht mehr, habe ich euch damals mit dem Vogel erschreckt, mit diesem Jumpscare, wo einigen echt das Essen aus dem Mund geflogen ist? Oder war das mit dem Typen da hinten? Weiß ich nicht. Es ist auch eins der wenigen Male, dass ich in einem Video hier überhaupt aufstehe. Jetzt sieht man ja einiges von mir. Ein Glück, dass man die Wampe nicht sieht. Ja, jetzt falle ich hier schon fast auf die Schnauze. So, mal wieder. Dieser Stuhl ist so schlimm. Ich bin froh, dass der in Let's Plays großartig keine Geräusche macht, weil ich immer relativ normal sitze. Also, der Eisbär. Woo! Tschu! Den habe ich jetzt mal ins Bild gehalten, für alle, die den vielleicht sehen wollten. Jetzt mal in Gänze. Erdem schreibt, cooles Video. Thanks, Bro, habe ich geschrieben. Bitte und dein Kanal. Abo. Und dazwischen kam noch irgendein WhatsApp-Emoticon, das sehe ich am Code.
Allerdings wird's halt nicht angezeigt auf dem PC, weil dieses Schriftpack fehlt. Warum macht Buraki keine Videos mehr? Ich hab keine Ahnung. Ich arbeite mit dem Typen seit Januar nicht mehr zusammen. Wir haben uns mehr oder weniger verstritten, das habe ich aber jetzt oft schon genug gesagt. Spiel mal Splatoon. Wär nett, danke. Ich hab Splatoon nicht. Außerdem habe ich gerade andere Spiele, die ich mit euch vorhab. ja, genau, Life is Strange, das wollte ich aufnehmen. Also ehrlich, Leute, warum seid ihr immer so pervers? Ey, echt. Da kann ich ja nur machen, weil ich sowieso schon erwarte, dass ihr euch da irgendwas denkt, wenn ich sowas sage. Kommt da fast am Ende Adam Adam oder wie? Am Ende kommt ja Adam Adam. Okay, Adam. Cool. Freue mich auf jeden Fall, dass dir das so gefällt. Duke Nukem 3D Part 1 wird von ihm kommentiert. Best Kanal. Danke. Best, mein Vlog Part 2 wird kommentiert von ihm. Gutes Video, wie alle. Custom Zombies of Bank Part 1 wird kommentiert von ihm. Cool. Daumen, 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 Daumen. Also alles mit so Daumen nach oben, aber halt so. Warte, wie sieht das aus? Ich will mal kurz gucken. Nein, so nicht. So. Ja, so. Nee, warte, so. Hä? Moment mal. Ja, 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 ja. Ja, so, genau, so ungefähr wie der Daumen jetzt aussieht. So sieht sein Daumen aus, den er da reinklatscht. Nach den Kommentaren. Advanced Warfare Part 2 wird auch noch kommentiert von ihm. Du bist gut. Ich zocke immer, wenn ich deine Advanced Warfare Videos schaue, manchmal Black Ops 2 oder 1. Leute, genau dasselbe mache ich auch. Ich schaue mir auch immer Videos an und zocke COD oder andere Spiele. Das mache ich wirklich. Das ist kein Ankrücken, das stimmt echt. Ein Nutzer schreibt Rassismus gleich. Achso, und er schreibt unter meinen Vlog 66. Sorry, ich habe das Video vergessen. Ich weiß gar nicht. Müsste ich mal gucken, weil ich will das ja kontextsensitiv rüberbringen, dass es halt immer zum Video auch passt, dass ihr wisst, in welchem Video das geschrieben wurde und gegebenenfalls könnt ihr es euch dann anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Also, mein Vlog 66 wird kommentiert von einem Nutzer. Rassismus gleich Menschen in Rassen einteilen. Also ist man rassistisch, wenn man was gegen den mit dem Trolley hat. Da man ihn zum Beispiel in die Rasse Penner, der nicht richtig gehen kann und deshalb einen Trolley benutzt, einteilt. Ein Let's Eat wäre auch mal wieder geil. So wie damals mit dem Pudding. Also, Bruder, tut mir leid, ich, nein, mach ich nicht für dich, wirklich nicht, nein. Nee, also, nee, als ob ich hier für irgendwelche Leute was essen würde vor der Kamera, so. Was erwartest du? Und nein, den Joghurt bzw. Puddingdeckel werde ich jetzt nicht vor der Kamera ablecken. Ja. Hm. Hat auf jeden Fall hat auf jeden Fall genüsslichen Geschmack, der Pudding. Aber Leute, bitte wünscht euch nicht mal irgendwelche Sachen, die ich essen muss. Habt ihr gesehen? Ich hatte den Pudding locker schon 20 Minuten hier rumstehen. Weil ich noch dieses scheiß Ding aufbauen musste. Mit dem Mikrofon. Also sieht schon gut aus, ne? Wir sind dabei. Ich gebe mir echt Mühe, den so schnell wie möglich zu essen. Hat mir übrigens meine Mutter mitgebracht, den Pudding. Die Limo. Die Limo. Da kommen wir übrigens gleich auch noch zu. Ist was sehr Lustiges passiert. So, alles schön zusammenkratzen. Das wäre so episch, wenn der Löffel aussehen wird wie eine Gartenhake und man wird dann so den Joghurt zusammenhaken. Ich habe heute auch im Garten gearbeitet übrigens. Also nur falls dich das da interessiert, du, der du gerade zuschaust. Und ich kann kaum glauben, dass wir hier schon wieder 20 Minuten sind. Ich hoffe, ich kriege das heute noch hochgeladen. Ansonsten wird es mega peinlich.
Ich habe schon Angst, dass ich das mit dem Thumbnail nicht richtig hinkriege. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich werde euch natürlich nicht sagen, was für ein Pudding das war, aber Pudding an sich kann ich weiterempfehlen. allgemeines Product Placement für alle Puddings. Yeah, das gibt extra viel Geld. Ja! Oh. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber wie viel verdient man im Monat mit YouTube? Mit 1000 Abonnenten und circa monatlich 8000 Klicks. Bei mir. Ich sag euch jetzt nicht den Betrag, aber ich sag auf jeden Fall, es sind weniger als 5 Euro. Und das schon lange. Es war mal besser, aber es ist jetzt seit Monaten wieder unter 5 Euro und das ist wirklich, ich denke mir auch so manchmal, ey Junge. Weißt du, was die da immer erzählen? Das sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Einem wird ja immer erzählt, 1000 Klicks gleich 2 Euro, ungefähr. Bullshit. 8000 Klicks, weniger als 5 Euro. Ist wirklich so. Mittlerweile ist es richtig schlimm geworden. Und das, was man, das, worüber man sich dann meistens noch freut, wenn es in den Analytics wieder hochgeht, steht ja immer in Dollar. Da muss man dann extra nochmal drauf gehen. Also beziehungsweise auf dem Dashboard steht es erstmal in Dollar, glaube ich. Oder? Ich muss mal kurz gucken. Kommentare. Wo sind wir denn jetzt eigentlich mittlerweile hingekommen? Oh mein Gott, wir haben ja immer noch. Oh Gott, wir haben ja immer noch Kommentare ohne Ende. Ich guck mal kurz aufs Dashboard. Was steht hier? Dashboard. Dashboard, Dashboard, ja, mein Dashboard. Hey, tatsächlich. Ja, es steht da in Dollar und bei den Analytics, oh Gott, dieses Wort. Da steht's dann auf Euro sozusagen. Genau, in unserer Währung sozusagen. Boah, das ist mir gerade nicht so gut bekommen. Ich muss mal eben ein bisschen Fliesenreinigungsmittel nachkippen. Also, Shaman Queen schreibt, also, meistens denke ich, weißer Mensch mit Trolley, brauner Mensch mit Trolley, oh Mist, eine dreckige Laterne, kaputte Gehwegplatte, Baum, noch ein weißer mit Trolley. Hinweis, mit braun meine ich jetzt die Hautfarbe. Weniger schnelle Urteile fällen dürfte nicht so einfach sein, da man ja relativ schnell darin ist. Aber man kann das ja üben. Allerdings habe ich da so manches Mal meine Zweifel, dass es klappen könnte mit der gesellschaftlichen Akzeptanz der Unterschiedlichkeiten. Liebe Shaman Queen, das sehe ich genauso. Es ist mit der Gesellschaft einfach richtig schwierig, da eine vernünftige Lösung zu finden. Bryce Makes Films schreibt: Awesome Vlog. Just subscribed. Das ist ein Typ mit mehr als 1000 Abonnenten, wenn ich gerade auf seinen Namen schaue. Geil. Thanks. Wenn ich englische Kommentare bekomme von irgendwelchen Leuten, frage ich mich gerade, ob ich die auch auf Englisch vorlesen soll oder auf Deutsch antworten soll. Weil ich meine, die schauen ja meine Videos, da rede ich sowieso auf Deutsch. In dem Fall. Ich hoffe mal, dass er wirklich abonniert hat und dass es nicht nur wieder so ein PR-Gag ist. Wie das ja viele versuchen. Einfach so schreiben, hey, ich hab dich abonniert. Einfach nur, damit der Name irgendwo steht. Versteht ihr, was ich meine? Na, sich selber berühmter machen damit. Wenn es nicht so ist und er die Videos wirklich schaut, dann ist es dem, glaube ich, auch egal, ob ich dann auf Deutsch antworte. Also von daher lese ich es auf Englisch vor, auf jeden Fall. Ich versuch's nicht zu übersetzen. Natürlich hier drin schon, aber das dann auch auszusprechen, ist eine andere Geschichte. Weil Englisch verstehen ist ja die eine Sache, aber das dann sozusagen wiedergeben, was das Ganze heißt, ist ein bisschen schwierig zwischendurch. Aber ich schätze mal, das können wir hinkriegen nach einer Zeit. So, bevor ich jetzt euch hier wieder abwürge, mein Vlog 66, das ist immer noch dasselbe Video, wird kommentiert von Schnico. Ketter, mal eine Frage. Sind Blondinenwitze eigentlich gleich wie Kevin-Witze? Ich meine, sind beides dumme Lebensformen? Irgendwie schon, Bruder, irgendwie schon. NG Bank Part 2 wird kommentiert von Erdem. Du hast am Ende deines letzten Videos Erdem gesagt. Cool. Ja, ich lese halt alles vor. Mein Vlog 66 wird ebenfalls kommentiert von ihm. Du bist jetzt irgendwie mein Lieblings-YouTuber. Du bist der Beste ever. Alter, das weiß ich doch. Das brauchst du mir nicht noch sagen. Nein, Spaß. Auch danke, das ist voll lieb. Warte. Kriegst du einen kopfüberhängenden Eisbär?
Töte mich, töte mich, töte mich. Ah! Habt ihr das gehört? Er hat's wirklich getan, dieses blöde, eisbärige Arschloch. Er hat sie umgeworfen. Es ist um sie geschehen. Warum hat er das getan? Die Limo. Oh, was? Okay. Das, finde ich jetzt aber nicht so cool. Chef von Die Limo schreibt unter das Video: Ein anonymer Verbraucher hat mir geschrieben, dass viele ihrer Videos den guten Ruf von Die Limo schädigen. Es wird sie eine Geldstrafe von 5000 Euro erwarten und ihr Kanal wird gesperrt werden. Viele Grüße, Chef von Die Limo. Jetzt kommt meine Antwort. Allerdings habe ich die nicht ganz im Kopf, ich werde es erstmal vorlesen. Wenn das wirklich ernst gemeint wäre, dann würde ihr Kanal nicht Chef von Die Limo heißen und kein echter Chef mit eines seriösen Unternehmens würde so eine Nachricht öffentlich in die Kommentare schreiben, sondern sie mir als private Nachricht zusenden. Sowas nennt man übrigens Formalität. Außerdem heißt das Unternehmen, das Die Limo vertreibt, nicht Die Limo, sondern Granini. Und Die Limo schreibt man offiziell auch nicht als ein Wort, sondern als zwei getrennte Wörter. Wirklich schade, dass sie nicht einmal ihre eigenen Produktnamen richtig schreiben können. Und inwieweit schädige ich den guten Ruf von Die Limo? Ich mache mich lediglich über den Namen lustig und das nicht einmal böswillig, sage aber ansonsten, dass mir der Geschmack des Getränks extrem gut gefällt und habe sogar schon einige Freunde unter anderem mit meinen Videos davon überzeugt, es auch einmal zu probieren. Übrigens zur Info, Geldstrafen sind nicht pauschal, sondern werden gerichtlich zum Beispiel vom Sachschaden abhängig verhängt. Viele Grüße, jemand, der Ihnen Ihre Aussage wirklich einfach nicht abkauft. Daraufhin meinte er dann: Schade, ich war doch so überzeugend. Und ich meinte dann: Haha, trotzdem netter Versuch, Brudi. Mit Chef von Die Limo ist eigentlich der Aufseher gemeint, der die Sklaven-Limo produzieren lässt. Oh, Die Limo. Und ich meinte dann so: Oha, Alter. Ja, aber mal ganz im Ernst, das war, ist nicht unbedingt meine Art von Humor, muss ich jetzt echt mal sagen, aber es war trotzdem irgendwie witzig. So, Kommentare sind durch. Endlich. Endlich habe ich die Kommentare hinter mir, endlich kann ich kacken gehen. Moment mal, was? Okay, das war jetzt ein kleines Geschenk an die Leute, die diese wundervollen 27 Minuten durchgehalten haben. Eigentlich sind es ja schon 28, aber egal. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß, es ist wieder fast eine halbe Stunde geworden, es tut mir leid. Aber anders geht's nicht. Danke, dass ihr so viele Kommentare hinterlassen habt und so viel Material. Ich freue mich drauf, wenn wieder neue kommen, ohne Ende, weil irgendwoher muss ich das Material kriegen. Aufnehmen kann jetzt die nächsten paar Tage etwas schwierig werden, aber ich schaue auch mal, dass irgendwann wieder ein Autovlog kommt und ich freue mich auf euch. Ja, in dem Sinne, euer Ketter sagt Cheerio und ich hab euch lieb, haut rein. Und vergesst nicht, Leute, Hashtag die Limo. Hashtag welche Limo? Hashtag die Limo. Hashtag welche Limo? Hashtag die Limo. Gut. Übrigens, Geschmacksrichtung Limette Zitrone. Und Geschmacksrichtung Pink, Grapefruit und Cranberry. Schöne englische Früchte. Ich weiß nicht, ob die da wachsen, aber auf jeden Fall englische Früchte. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich nehme noch einen kräftigen Schluck hiervon. Und wenn alles gut läuft, dann nehme ich jetzt Life is Strange auf. Ich freue mich schon auf euch. Haut rein. Tschüss. No.